Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Weltgemeinschaft stellt mehr als 9 Milliarden Euro für die notleidenden Menschen in Syrien und die Flüchtlinge in den Nachbarländern bereit. Auf diese Summe, die bis 2020 zusammenkommen soll, haben sich Vertreter aus etwa 70 Ländern bei einer Geberkonferenz in London verständigt. Die Bundesregierung will in den kommenden 3 Jahren 2,3 Milliarden Euro beisteuern, auch mit dem Ziel, dass sich weniger Menschen auf den Weg nach Europa machen. Sie brauchen die Hilfe, die heute in London beschlossen wurde. Familienfotos aus einem Flüchtlingslager. Kinder, von denen viele seit 5 Jahren nicht mehr zur Schule gehen können. Masoun hatte Glück. Sie konnte weiter lernen und lebt inzwischen in Großbritannien. Ihr Appell an die Konferenzteilnehmer? Wenn junge Menschen nicht ausgebildet werden, wer wird dann das Land wieder aufbauen? Wir brauchen Ausbildung, weil Syrien uns braucht. Garantierte Schulbildung für 1 Million Kinder, das war eines der erklärten Ziele von David Cameron. Aber auch Jobs in der Region sollen mit dem Geld geschaffen werden. Die Nachbarstaaten von Syrien können auf Handelserleichterungen mit Europa hoffen. All das, was wir heute zusagen, kann den Ausschlag geben, um Flüchtlinge davon abzuhalten, ihr Leben zu riskieren auf der heimtückischen Route nach Europa. Doch der Abbruch der Syrien-Gespräche in Genf und Luftangriffe auf Aleppo überschatteten die Konferenz. Das alles ersetzt nicht den politischen Prozess, der mit Nachdruck vorangetrieben werden muss und bei dem wir alle dazu aufrufen müssen, insbesondere das Assad-Regime und alle, die sie unterstützen, dass wir jetzt wirklich dazu kommen, dass nicht weitere Not entsteht. Das Ziel der Vereinten Nationen von 8 Milliarden Euro allein für dieses Jahr wurde mit 5,3 Milliarden zwar nicht erreicht. Doch noch nie sei so viel Geld an nur einem Tag eingesammelt worden. Cameron und Co. feiern das Ergebnis. Es ist eine stolze Summe. Aber am Ende zählt nur das, was wirklich überwiesen wird. Und das war bei den vorausgegangenen Geberkonferenzen ein Problem. In Syrien dauern die Kämpfe unvermindert an. Regierungstruppen setzen ihre Offensive gegen Stellungen der Rebellen rund um Aleppo fort. US-Außenminister Kerry forderte Russland zum Stopp der Luftangriffe auf, mit denen Moskau das Assad-Regime unterstütze. Die Offensive hat die Flüchtlingssituation im Norden des Landes offenbar verschärft. Nach Angaben des türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu sind Zehntausende Menschen auf dem Weg zur syrisch-türkischen Grenze. Syrische Flüchtlinge an der türkischen Grenze nordwestlich von Aleppo. Die syrische Armee hat die Provinz Latakia von den Rebellen zurückerobert. Zehntausende sind vor den heftigen Gefechten geflohen. Seit Tagen warten diese Menschen darauf, dass die Türkei sie über die Grenze lässt. Wir haben Flugzeuge gehört und dann gleich den Einschlag von Raketen, sagt diese Frau. Da haben wir schnell unsere Sachen gepackt und sind hierher zur Grenze geflohen. Noch nie soll es so heftige Angriffe auf die Rebellen in der Provinz Aleppo gegeben haben wie in den letzten Tagen. Die syrische Armee, unterstützt von der russischen Luftwaffe, schnitt die wichtigste Versorgungsroute der Aufständischen aus der Türkei ab. Die Opposition unterbrach wegen dieser Großoffensive der syrischen Führung die Gespräche in Genf. Die Politik der verbrannten Erde wird eine neue Welle von Flüchtlingen auslösen, sagt der Verhandlungsführer der Opposition. Die werden sich in die Nachbarstaaten und nach Europa retten. 6,6 Millionen Menschen sind wegen des Krieges innerhalb Syriens auf der Flucht. Mehr als 4,5 Millionen haben in anderen Ländern der Region Zuflucht gesucht. Davon leben 2,5 Millionen in der Türkei, gut 1 Million im Libanon und mehr als 630.000 in Jordanien. Syriens Nachbarn brauchen Hilfe bei der Versorgung der Flüchtlinge. Nicht einmal für das Nötigste gäbe es derzeit genug Geld. Und dabei geht es um grundlegende Dinge wie Unterkunft, medizinische Versorgung, Essen und Heizung, so die Sprecherin des UNHCR. Der Flüchtlingsstrom aus Syrien wird so schnell nicht aufhören. Werden Syriens Nachbarn nicht unterstützt, geht die Flucht oft weiter nach Europa.
Die Polizei ist mit Großrazzien in Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegen Terrorverdächtige vorgegangen. Die Behörden werfen 4 Algeriern vor, Anschläge geplant zu haben. Allerdings befanden sich die Vorbereitungen offenbar in einem frühen Stadium. 2 der Männer wurden festgenommen, jedoch nicht auf Grundlage der Anschuldigungen, sondern wegen anderer Vergehen. Einer der beiden wird in Algerien gesucht, weil er Kämpfer der IS-Terrormiliz sein soll. In den frühen Morgenstunden griffen die Polizisten zu, durchsuchten mehrere Wohnungen und Betriebe zeitgleich in 3 Bundesländern. Hier in Berlin wurde einer der verdächtigen Algerier festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft soll die Gruppe möglicherweise einen Anschlag vorbereitet haben. Konkret heißt es diesmal, dass wir Hinweise haben auf mögliche Anschlagsplanungen in Deutschland, konkret in Berlin. Denen sind wir selbstverständlich mit Hochdruck nachgegangen. Einige Zeitungen hatten berichtet, dass der Berliner Alexanderplatz und der Checkpoint Charlie Anschlagsziel gewesen sein könnten. Das aber verneinten die Behörden. Der 35-jährige Hauptverdächtige wurde in einer Flüchtlingsunterkunft in Attendorn in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Er soll über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland gekommen sein. Auch die algerischen Behörden fahndeten nach ihm wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft bei der Terrorgruppe IS. Ziel der Polizeiaktion sei es gewesen, Beweismittel sicherzustellen. Wir haben nach Kommunikationsmitteln gesucht, nach Unterlagen, nach Computern, um jetzt diesen Verdacht überprüfen zu können. Was wir nicht gefunden haben, sind gefährliche Gegenstände. Die 4-köpfige Gruppe war seit Dezember im Visier der Behörden. Ob der Terrorverdacht nun bestätigt oder entkräftet werden kann, das soll die Auswertung der sichergestellten Handys und Computer zeigen. Unter verstärktem Polizeischutz hat in den Karnevalshochburgen der Straßenkarneval begonnen. Wegen der Sorge vor Terroranschlägen und wegen der sexuellen Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht hatten nicht nur die Behörden in Köln die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Bei regnerischem Wetter waren an Weiberfastnacht deutlich weniger Menschen unterwegs als sonst. Weiberfastnacht in Köln. Am ersten Tag des Straßenkarnevals dreht sich alles um die Frauen. Damit die sich nach den sexuellen Übergriffen an Silvester heute sicher fühlen können, setzt die Polizei auf zusätzliche Videoüberwachung. Und auf doppelt so viele Polizisten wie im vergangenen Jahr. Mehr als 2000 sind heute im Einsatz. Am Anfang haben wir auch gleich geguckt, wo die Polizisten halt sind, dass auf jeden Fall Leute da sind, die halt ein bisschen auf einen aufpassen. Man macht sich halt schon Gedanken. Wie viele Polizisten heute bei der Mainzer Fasnacht im Einsatz sind, sagt die dortige Polizei aus taktischen Gründen nicht. Aber auch sie arbeitet mit Kameras, sogar direkt an den Uniformen der Polizisten. Am Rosenmontag soll es in Mainz für Frauen erstmals Rückzugsräume in öffentlichen Gebäuden geben. Die meisten Narren finden die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen gut. Können wir sicherer feiern, wieso? Also ich denke mir einfach, wir sollten uns nicht untergrillen lassen und immer weiter. Tatsächlich blieb es bis zum Abend insgesamt friedlich, auch in der 3. Karnevalshochburg Düsseldorf. Die Kölner Polizei hat auch in Sachen Kommunikation aus der Silvesternacht gelernt und informiert offensiv über einzelne Vorkommnisse. Eine Kollegin des belgischen Fernsehsenders ist hier in der Stadt bei einer Live-Schalte von 2 jungen Männern angegangen worden. Man hat sie auch an der Brust berührt. Hier gibt es entsprechende Ermittlungen. Insgesamt gab es in Köln weniger Vorkommnisse als in den vergangenen Jahren. Auch in den Kneipen wird streng kontrolliert. Die Jecken nehmen es gelassen und hoffen, dass die Nacht friedlich bleibt. Begleitet von Protesten haben in Neuseeland die Pazifikanrainerstaaten das weltweit größte Freihandelsabkommen unterschrieben. An der sogenannten Transpazifischen Partnerschaft, kurz TPP, beteiligen sich 12 Länder mit insgesamt 40% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Zu den Unterzeichnern gehören zum einen die USA, Kanada sowie südamerikanische Länder. Auf der anderen Seite sind die Wirtschaftsnationen Japan und Australien sowie zahlreiche asiatische Schwellenländer dabei. Das Abkommen muss noch in jedem Staat ratifiziert werden. Australien, Japan, die USA, Kanada, Chile, Vietnam, Singapur. Mit Füller und Tinte wird ein Meilenstein besiegelt. Die größte Freihandelszone der Welt. Noch ist ja alles nur ein Stück Papier. Um genau zu sein, sind es 16.000 Seiten. Damit Verkäufer und Kunden auch profitieren, müssen wir das Abkommen jetzt schnell umsetzen. Freier Handel im Pazifik, das heißt vor allem Zölle weg. Auch Handelsbarrieren wie staatliche Subventionen. 12 Länder machen mit, sie versprechen sich insgesamt mehr Wohlstand, mehr Arbeitsplätze. Die USA sehen das Abkommen auch als Gegengewicht gegen das immer selbstbewusstere China.
Ähnlich wie bei den Freihandelsplänen mit Europa haben aber auch im Pazifikraum viele Menschen Bedenken. Die Demonstranten kritisieren, dass jahrelang geheim verhandelt wurde. Sie fürchten, dass vor allem Konzerne profitieren, dass die Kleinen unter die Räder kommen und dass am Ende doch Arbeitsplätze verloren gehen. Wir sind hier, weil viele Neuseeländer dagegen sind, dass wir die Demokratie ausverkaufen. Hier gibt's Tausende, die sind total gegen das Abkommen. Und wir werden in den nächsten Monaten weiter kämpfen. Die Delegierten erleichtert wie nach einer schweren Geburt. Was sie heute feierlich unterzeichnet haben, müssen sie jetzt in ihren Heimatländern absegnen lassen. Das kann dauern, bis zu 2 weitere Jahre. Ein Generalstreik hat heute das öffentliche Leben in vielen griechischen Städten stark beeinträchtigt. Fast alle Berufsgruppen beteiligten sich an dem Ausstand. Zudem gingen mehr als 100.000 Menschen aus Protest gegen die geplante Rentenreform auf die Straße. Vorgesehen ist, neue Renten um durchschnittlich 15% zu kürzen. Auch Steuererhöhungen sind geplant. Die Reform ist Voraussetzung für weitere Finanzhilfen der internationalen Geldgeber. Wie lange sollen wir denn arbeiten, Alexis? Wollen diese streikenden Krankenschwestern von Griechenlands Ministerpräsident Tsipras wissen. Aus Protest gegen die geplante Rentenreform der Regierung kamen heute mehr als 40.000 Demonstranten zur zentralen Kundgebung in Athen. Wir haben doch schon genug Probleme. Lohnkürzungen, Unterfinanzierung der Schulen, zu wenig Personal. Mit dieser Rentenreform kämen noch mehr Probleme dazu. Das ist für die Menschen wie eine offene Wunde. Das öffentliche Leben stand weitgehend still. Keine Taxis, keine Fähren. Viele Läden und die Apotheken blieben geschlossen, ebenso wie die Gerichte, Schulen und staatlichen Museen, auch die Akropolis. Die Regierungspartei Syriza unterstützt den Generalstreik. Die Demonstration heute und die Beteiligung der Leute ist ein Signal nur an die Gläubiger. Natürlich auch an die Regierung, aber hauptsächlich an die Gläubiger, weil die Menschen hier kein Gramm mehr von Austeritätspolitik aushalten können. Viele verschiedene Berufsgruppen demonstrierten heute gemeinsam. Die Regierungspartei Syriza versucht, die Wut der Griechen auf die internationalen Gläubiger zu lenken. Sie prüfen gerade in Athen die Umsetzung der Reformen und ob weitere Einschnitte nötig sind. Die Regierung hat die Abstimmung über die Rentenreform im Parlament verschoben. Sie hat dort nur eine Mehrheit von 3 Stimmen. Die umstrittene Rentenreform ist Voraussetzung für die Auszahlung weiterer Hilfen an Griechenland. Auf tagesschau.de beleuchten wir, wie der Stand in der Schuldenkrise ist, welche Gelder bereits nach Athen geflossen sind und welche Zahlungen als nächstes anstehen. In den Fall von WikiLeaks-Gründer Julian Assange kommt offenbar wieder Bewegung. Eine UN-Arbeitsgruppe hat seine jahrelange Zuflucht in der Botschaft Ecuadors in London als unrechtmäßige Haft eingestuft. Assange hatte angekündigt, sollte das Gremium seine Überzeugung teilen, erwarte er sofort seinen Reisepass zurück. Zudem sollten alle Versuche eingestellt werden, ihn festzunehmen. Morgen will er sich öffentlich äußern. Die britischen Behörden sehen sich nach Medienberichten nach wie vor verpflichtet, den Whistleblower festzunehmen und an Schweden auszuliefern. Wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs liegt ein europäischer Haftbefehl vor. Eines der größten Containerschiffe der Welt ist auf der Elbe bei Stade auf Grund gelaufen. Schlepper versuchten bisher erfolglos, die rund 400 Meter lange Indian Ocean in tieferes Wasser zu ziehen. Öl tritt nicht aus, auch die Fahrrinne der Elbe ist frei. Ursache für das Unglück ist offenbar ein Ausfall der Ruderanlage. Auf das Schiff passen rund 19.000 Container. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. Februar. Das Islandtief lenkt viele Wolken und mildere Atlantikluft nach Deutschland. Heute Nacht ist im Südosten noch bis in tiefere Lagen Schnee dabei, sonst fällt im Süden überwiegend Regen, weiter nördlich zeigen sich auch mal die Sterne. Morgen regnet oder nieselt es, auch in der Osthälfte steigt die Schneefallgrenze bis in die Gipfellagen an. Gegen Abend lockert es vom Oberrhein bis zum Allgäu auf. Im Südwesten heute Nacht bis 5, im Bayerischen Wald bis minus 4 Grad. Dort morgen 3, am Oberrhein bis 13 Grad. Am Samstag in der Südosthälfte überwiegend freundlich, sonst viele Wolken und windig, aber nur wenig Regen. Am Sonntag wieder überall unbeständig, in der Nordwesthälfte windig. Die neue Woche beginnt stürmisch, zeitweise fällt kräftiger Regen, auch Gewitter sind dabei.
Thomas Roth hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Syrienhilfe, wie die Weltgemeinschaft die Not in den Flüchtlingslagern lindern will und 100 Jahre Dada mit künstlerischem Unsinn gegen den Wahnsinn des Krieges. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.